In dieser Saison ist der HSC 2000 Coburg um 6 sozusagen Nicht-Coburger Spieler reicher geworden. Aber wie viel wissen die Neuen schon über die feste Stadt? Wir haben sie getestet. Runde 1. Er schmeckt die Coburger Bratwurst. Team 1, Anton Prakapenja, Rückraum links und Rückraum rechts, Pontus Zettermann. Ja, das ist der Kobel. Und das sind die Thüringer, natürlich. Leider falsch, Anton. Gut gemacht, Pontus. Trotzdem leider keine Punkte in Runde 1 für die beiden. Sie spielen ja im Team. Jetzt Team 2. Konstantin Poltrum und Christoph Neuhold. Können es die beiden besser machen? Ich glaube, das ist die Coburger. Das ist ganz schön schwierig. Nochmal eine Wurst. Ja, dann sage ich auch Coburger. Komm. Was? Die zweite war die Coburger. Und die erste dann die Thüringer. Ja. Nee, die Nürnberg. Da hat sich Konstantin nochmal ins Boxhorn jagen lassen. In Runde 1 gibt es also auch für die beiden Neuzugänge keine Punkte. Team 3 kann sich jetzt die Führung holen. Es liegt in den Händen von Max Jäger und Marcel Timm. Na, dann sagt mal, welche ist die Coburger Bratwurst? Das ist eindeutig die Thüringer. Ja, ja, das sind nur die Coburger. Richtig, sehr gut gemacht, Jungs. Der erste Punkt oder wie man in der Handballersprache sagen würde, das erste Tor für euch. Aber Team 1 und 2 haben ja noch die Möglichkeit aufzuholen, und zwar in Runde 2. Er hört den Coburger Marsch. Wir glauben, dass es der erste ist. Warum lassen wir das jetzt? Wir sagen eindeutig Nummer 2. Ja, wir sehen das anders. Da war mehr Pep drin, würde ich behaupten. Der Coburger Marsch ist die Nummer 2. Team 1 und 3, sehr gut. Ihr habt den Coburger Marsch richtig erkannt. Konstantin und Christoph, das war leider schon wieder nichts. Aber ein Unentschieden ist für die 2 noch drin. Und zwar in Runde 3. Wer erfüllt den Hut der Tanzsportgarde Coburger Moor? Das ist ja schon ein bisschen knifflig. Wir haben es den 6 Neuzugängen einfacher gemacht und ihnen 3 Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Was ist das? Weißt du das? Genau, und wir ist haben jetzt. Nee, es beißt nicht. Ja, Samba nicht. Nee, Samba, ich würde Requisitenhut nehmen. Ich würde auch Requisitenhut nehmen. Nein, ich sage Samba. Oh, nein. Vom Theater. Vom Theater. Ja, vom Theater. Das ist nicht. Gartenhut, kennst du dich da aus? Ja, aber das guck mal, hier hast du auf jeden Fall eine Schlaufe. Ja, eben, dass also das damit er nicht runterfällt. Aber, oder eine Requisite, keine Ahnung. Ja. Was ist denn da vorne drauf? Nee, das ist das erste, sag ich. Erste? Ja. Bist du sicher? Das ist mein Theater. Und, was war vom Theater, oder? Samba und was war noch? Gartenhut. Ja. Ja, komm, dann sagen wir Samba. Quatsch, sagen wir. Konsti! Sag du einfach. Ja, das ich erste, das Minentheater. Leider alle falsch. Es war doch der Gardehut. Das heißt, alle 3 Teams gehen in dieser Runde leer aus. Somit stehen die Sieger fest. Die Drittbesten sind Konstantin und Christoph mit 0 Toren. Platz 2 ergattern sich Anton und Pontus mit einem. Und auf Platz 1 sind Max und Marcel mit 2 Toren. Aber egal wie der Test ausgegangen ist, herzlich willkommen in Coburg, Jungs. Und jetzt schnell wieder zurück zum Training. Trainer Jankor vermisst euch bestimmt schon.